Ja, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire's Dawn 3. Ich bin DC Steve und... Cloud mit den 4-8 ist auch dabei. Ja, Leute, und fällt euch etwas auf? Das ist doch eine Schneestadt, ja? Genau. Aber hier ist der Heilige Kreuzzug. Oh. Museum wurde im... Sacre bleu! Ja? Also, ja. Also ich hätte damals eigentlich damit gerechnet, dass hier eine Vampirstadt ist. Aber dass hier eine Menschenstadt ist, ist irgendwie schon ganz interessant, oder? Ja, ich habe es nicht gegrindet. Ich wollte grinden. Aber. Ja, die nächsten Gegner mal wieder sind Magie-immun. Schlaf-immun. Haben als einzige magische Schwäche Lichtmagie. Und ich habe selbst mal 5 Lichtruhen ausgerüstet, ja. Und habe immer noch nur mein Standard-Lichtspell gehabt. Das heißt also, ich bekomme ordentlich Damage. Würde mein Skelett dort auf jeden Fall verlieren. Und Damage austeilen und. Ja, also deswegen habe ich mich jetzt dagegen entschieden, dort zu grinden. Ja. Aber du weißt, was das bedeutet, ne? Diese Halluzinationen, gegen die du gekämpft hast, werden irgendwann noch als normalen Gegner auftauchen. Ich weiß. So ist Malix gestrickt, ja. Außerdem funktioniert auch mein Gamepad nicht, das heißt, ich spiele wieder mit Tastatur, leider. Weil mir das eigentlich viel Spaß gemacht hat, mit Gamepad zu spielen, muss ich sagen. Aber gut, mal schauen. Achso, mit der haben wir schon gesprochen gehabt. Ihm ist auch, finde ich es schade, dass es kein Fenster gibt, für man hat schon mal miteinander gesprochen. Könnte man bestimmt machen, ja. Aber, und haben viele Maker-Spiele nur so nebenbei. Ruhig, kann ich euch helfen? Also eigentlich seht ihr eher so aus, als bräuchtet ihr Hilfe. Ich bin oder was? Ja. Kommen Sie, jungen Menschen, ruhig. Mir geht's gut, verstanden? Nur weil ich alt bin ich nicht lebensunfähig. Na, argumentiert fast wie. Also ist immer noch besser als Asgard, wir sind keine Rekruten. Schön gut, wir meinten es nicht böse. Ruhig, dann lasst mich in Ruhe, verstanden? Ich habe einen vermissten Sohn, der hieß Asgard. Ich wäre in diesen schweren Zeiten nicht so alt geworden, wenn ich dauernd Hilfe von irgendwelchen Fremden gebraucht hätte. Klar, das ist dein fucking Problem. Also ohne Mist. Wenn jetzt hier nicht der Heilige Kreuz, würde ich ihn aus Prinzip jetzt gefangen nehmen. Pass bloß auf, dass du nicht über deine eigenen Füße stolperst, Opa. Ha, du hast dir keine Ahnung, Jungsbund. Ich habe schon mehr Vampire und Monster beim Leben erschlagen, als du dir vorstellen kannst. Baue ich mir von einem jungen Weichei wie dir keine Sprüche anhören. Schon gut, kein Grund sich aufzuregen, wir gehen. Vielleicht solltest du lernen, mit offenen Augen zu schlafen, Opa. Man weiß nie, was einem so alles passieren kann, wenn man sich mit den falschen Leuten anlegt. Durch ihr Lust. Ich glaube, die Mühe kannst du dir sparen, Geliebter. Wisst ihr, nicht jede Interaktion mit einem Charakter muss sinnvoll sein oder so, ja? Aber der hat nach einem Error gerufen, ja, im Dialog, das war halt in einem Error-Dialog einfach nur, weil er hat uns am Ende nichts zum Webbuilding gesagt oder so, ne? Der Schnee ist toll, aber Papa hat versprochen, dass wir schon bald auch mal in die Wüste fahren. Mit einer Kutsche oder wie? Da soll es... Dann die fliegen ja natürlich alle. Da soll es ganz heiß sein und sehr viel Sand geben. Ist es nicht etwas zu gefährlich für dich, hier draußen zu spielen? Quatsch, natürlich nicht. Papa sagt, der Schnee hält die Vampire fern. Außerdem gibt es hier noch Wachen des Heiligen Kreuzzugs. Hier ist es total sicher. Wir haben gerade eine gegenseitige Meldung von den Vampiren bekommen, dass der Schnee die Wachen fernhält. Ja. Mysteriös. Partei sagt A, Partei sagt B. Ja. Ja.
wie es eines Tages ein ganz, ganz böser Vampir vorbeikommt, den niemand als Vampir erkennen kann. Du wolltest mir nur Angst machen. Papa sagt, die Vampire frieren bei der Berührung mit dem Schnee. Also ist alles gut hier. Ich meine in Legacy of Kain-Reihe. Ja? Da würde das durchaus passieren. Weil da ist Wasser wie Säure für Vampire. Okay. Ja, Sonne wiederum macht sie nur schwächer. Und, ne? Also da wäre so ein Schneegebiet hier durchaus Sicherheit für Menschen. Deswegen lassen ja auch die, nachdem die Vampire die Herrschaft über die Welt dort haben, könnte man sagen, terraformen sie in Anführungszeichen die Welt. Ne? Also die setzen überall Hochöfen auf und verdunkeln quasi alles. Mhm. Und, ne? Damit sie eben die Welt halt vampirgerechter ist. Und wenn es doch mal an die Sonne muss, dann werden die Sklaven hingeschickt und die sollen das machen. Na, mal schauen, wie toll dich dein Papa vermisst, falls er sich irrt. Haskell, lass das. Bedrohst du nun schon wieder ein kleines Mädchen? Lass mich, ich mag das. Ach, den Quatsch hat aber auch in Vampire Stone 2 gemacht, der sich mit Kindern streiten. Ich kann mich dran erinnern. Da haben Red und ich uns auch schon darüber aufgeregt, dass ich Asgard ständig, wenn irgendwelche Kinder was gesagt haben, dann Asgard meinte, ich bin aber viel krasser. Man muss sich ständig mit Kindern profilieren. Das muss wirklich nicht sein, Geliebte. Egal, was ihr sagt, ich habe meinen Spaß. He, 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 he. Also bisher hatten wir ein sinnvolles Haus gehabt, der ist ein bisschen Müll. Ja, was wollt ihr? Es hier in der Stadt Dinge, die wir unbedingt uns anschauen sollten. Sehe ich aus wie ein Reiseführer für irgendwelche Fremden? Lass mich gefälligst in Ruhe. Freundlichkeit ist in dieser Stadt wohl ein Fremdwort. Naja, das erste Haus, was wir erkundet haben, ja. Nicht, und das zweite auch nicht. Ich wünsche, der Heilige Kreuzzug würde noch mehr Wachen schicken. Der Bürgermeister von Laten hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass dort besonders viele Waren stationiert sind. Er ist auch ein Vampir. Nun ja, auch die Wachen sind sicher nicht allzu begeistert von dem Gedanken, in dieser Kälte verweilen zu müssen. Also ganz offen, ich wäre mit so einer Rüstung lieber hier in der Kälte als in der Wüste. Das ist richtig, ja. Ist beides unangenehm. Aber gegen die Kälte könntest du zumindest noch irgendwas unter die Rüstung packen. Genau. Gegen die Hitze wird es wirklich interessant. Ja, weil dann wird quasi eine Rüstung zu einer Mikrowelle sozusagen, ne? Kannst ja. Ganz dein Essen runterwärmen. Kannst du Spiegelei drauf machen. Erstmal auf dem Schulterpanzer vom anderen Spiegelei braten. Oh, der Mittag ist fertig. Na, wir hätten sie aber ein sicheres Leben. Vampire fürchten sich vor Kälte. Da sind sie bislang kaum Vampire gewesen. Also, es ist doch nicht unbekannt, dass da um diese Vampir-Hauptburg ist, ne? Weil immer der Heilige Gott dir schon Leute hingeschickt. Aber sie wollen die armen Bürger nicht beunruhigen. Übrigens gefällt mir der Artstyle von der Mütze mit dem Gesicht. Ja, das hat was. Also die Winterklamotten hier sind ganz schick gemacht. Ihr glaubt wirklich, die Kälte hält die Vampire ab? Natürlich. Welchen Grund sollte es geben, dass hier sonst so wenig Vampire aufgetaucht sind? Und wenn sich hier doch mal ein Vampir verirrt hat, wurde er von den Wachen gleich vernichtet. Das ist tatsächlich etwas seltsam. Warum sollten die Vampire gerade diese Stadt meinen? Ich sag es ja, es ist die Kälte. Vampire tragen sie einfach nicht. Die Freundin meiner Tante meinte sogar, sie hätten letztens einen Vampir gesehen, der bei Kontakt mit Schnee sofort erfroren ist. Natürlich. Schön. Entweder es gibt inzwischen schon Vampire der siebten Generation oder das Ganze ist schlicht gelogen. Was ist denn eine Vampirgeneration? Ach, das glaube ich, rät sich wieder.
Na, mal wieder. Ja, ist ja nichts Ja. Und Unmögliches. also ich meine, siebte Generation soll jetzt sogar schon direkt erfrieren oder wie, Asgard. Also wirklich, ich frage mich ja, ob denn die achte Generation einfach dann stirbt direkt. Also du wirst ein Vampir und stirbst dann einfach, weil du kannst deine Organe nicht mehr drin halten oder so. Instant tot, Ja, aber ja. trotzdem ja die Vampire der Menschen Die überlebende. beste Evolutionsstufe, wie die nächste, Ja, ja. also wirklich, also. Habt ihr schon euren eigenen Drawback erkannt? Oh. Ihr behauptet ja jetzt schon, die vierte kann schon nichts mehr. Ja. Da seid ihr echt arm dran, Also Leute. eigentlich müssen die Menschen nur aushalten. Die Evolution wird dann quasi Ja. regeln, weil, ne? Dass die Vampire sich gegenseitig Ja. mal ausrotten, die erschaffen zwar neue, aber die werden ja immer schwächer und na, irgendwann, ja, irgendwann ist das einfach egal, so, ja. Also irgendwann kann sogar als Bestrafung jemand zum Vampir machen, weil das ist eine neue Form von. Dann halten wir so ein gerade so ein Generation 8 Vampir gerade so am Genau. Leben, ne? So, der siecht eigentlich nur vor sich rum und als Bestrafung muss er dann neue Vampire schaffen. Das ist dann die neue Ja. Hinrichtungsform. Ge Vampir der neunten Richtig. Generation, ne? Ja. Also ich vertraue darauf, Finde ich dass die gut. Kälte uns schon gut schützt. Aber um wirklich sicher zu sein, fehlen noch mehr Wachen. Ganz eindeutig. Nun denn, wir sollten uns auf den Weg machen. Ja, wie auch immer. Aber wie auch immer ist immer so das Beste, um den Dialog zu beenden, wenn man einfach nicht weiß, was man machen soll. Ah. Wladimir, okay. Ja, Kinderapokalypse. Oh, das ist überraschend. Die beiden mächtigsten Vampire dieser Welt sind tatsächlich vereint. Der Aussage nach bist du ein Kind der Apokalypse. So ist es. Sind wir immer auf der Suche nach ein paar unachtsame Menschen, die nicht etwas Blut für unsere Bluttränke abzapfen kann. Ich habe nicht mal meine Spritze dabei. Ja. Unsere Betäubungsmittel sei Dank. Ja. Hast du keine Sorge, dass die Wachen des Heiligen Kreuzes dich finden und töten? Nun, sagen wir mal so, die Wache drückt bei mir ein Auge zu. Wir haben ein gewisses Arrangement. Das gilt aber natürlich nur, solange hier niemand getötet wird. Bestechliche Soldaten des Heiligen Kreuzes, so. Nun, ihr solltet das nicht versuchen. Aber wenn ihr schon hier seid, darf ich euch etwas anbieten. Dann zeig uns mal deine 0815 Händler Ey, Sache. 1100 für 300 Blutpunkte, das ist so schlecht. Und ja, das wird für lange Zeit. Es wird vielleicht sogar der beste Bluttrank sein und danach gehen halt nur noch die Aber guck doch mal, ich verstehe es Vampirsteine. nicht. Ja? Ja. Eine Blutessenz, ja? Gibt Die wird nachher 25%. mehr heilen als ein Ja. Bluttrank, ja. Der einzige Unterschied ist auch bloß dieses mit, das nicht im Kampf einsetzbar ist, so, ja? Aber, Na. also, klar, ich meine, wir werden irgendwann leider Bluttränke einsetzen müssen, wahrscheinlich, weil man meinen, also, ne? Aber. Du willst nicht dauernd Runden dafür verschwenden, so schwache Tränke zu Ja, nehmen. Das genau. kannst du dir nicht erlauben. Genau. Das ist irgendwie so komisch, ich muss nicht mal alles anklicken, das ist so. Hey, was macht ihr hier in meinem Haus, Fremde? Ich habe euch nicht hier reingebeten. Trägst du immer im Haus ein Schwert mit dir rum? Was geht euch das an? Das ist. Hallo, hä? Diese Stadt hat so viele Probleme, die sich nur mit einem Schwert lösen lassen. Welche Probleme sprichst du? Ich möchte gerne Sidequests lösen. Aber wiederum in einer anderen Situation sage ich, dass wir keine Zeit haben, uns damit nicht beschäftigen sollten, wenn wir ein Buch suchen. Seid ihr hier, um mich auszuhorchen? Ihr könntet Mitglieder der verdammten Bande sein, die unsere Schmied entführt hat. Sehen wäre für dich aus wie gewöhnliche Räuber oder Entführer? Ja. Ja. Ihr habt ja keine Ahnung, wer sich hier in der Stadt schon als Wolf im Taspel herausgestellt hat. Doch diese Stadt wird sicher sich wehren, das verspreche ich euch. Ja? Dann gibt's endlich mal wieder eine Bürgermiliz, ja? Dann werfen wir die ganzen Leute raus, die hier nicht reingehören. Ja? Dann werfen wir das System gestürzt haben. Dann kriegt jeder, was er verdient hat. Oh, entschuldige, ich bin gerade nur Oh, ich bin schon wieder ausgerutscht. ausgerutscht. Auf meiner in meiner Telegram-Gruppe, ja? Da. Ich habe das falsche Symbol erwischt, auf meinem Smartphone.
Wie denn? Mit meinem Smart-Kristall. Ich kenne euch nicht. Dem habe ich euch schon genug erzählt. Falls es dieser Bande gehört, dann sagt euren Anführer, dass wir uns die Kürze nicht mehr gefallen lassen. Also geben wir doch irgendwo eine Quest, ja? Wegen so einer Bande wahrscheinlich. Ja. Wir gehören zu keiner Bande. Ich vertraue euch nicht. Also geht jetzt. Es war trotzdem mal ein ganz guter NPC, weil wir tatsächlich den Worldbuilding gemacht haben, so, ne? Genau, da oben flattert noch ein Blättchen rum. Der Zettel ist leider durch ein paar blutige Flecken verwischt. Aber es lässt sich noch Folgendes lesen. Danach dreimal klopfen und zum Schluss zweimal klopfen. Genau, dann haben wir es alle. Okay, weißt du, was das erste war? Es war 3-1, dann ist es 3-2. Also, nochmal? 3-1. Ja. Jetzt 3-2. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Ja. Ich hoffe, dass ich diesen Zettel, den ich hier habe, nicht verliere. Was auch immer das bedeuten mag. Genau, hier gibt es nämlich noch eine Tür, wo man so ein Klopfsignal anklopfen muss, sozusagen. Und dann ist das der geheime Code. Es ruckelt in der Kutsche. Ein Liebesroman. Schon wieder so ein schlüpfriges Buch. Oh, ich weißt du, was die ganz cool wäre, wenn das irgendwie grün funkeln würde oder so, ne? Du hast gelb funkeln für auf dem Boden Geheimnisse, rot funkeln für Gegenstand und gelb funkeln ist so grün funkeln ist so sonstige Interaktionsmöglichkeit oder so, ne? Dann weißt du zumindest auch, womit du überhaupt interagieren kannst. Genau. Ja, genau. Also wenn man schon was einbaut, finde ich das eigentlich so, ne? Also, ja. Im Zweifel sogar mit, du kannst es an- und ausschalten oder so im Menü. Ja. Ja, sagt niemand was zu. Der kleine Wolf. Was? Steve! Da ist ein Fehler. Ja. Da ist kein Bindestrich. Ja. Leute, da ist kein fucking Bindestrich. Wow. Ich finde, dass ich schreiben müssen, der kleine Wolf, ein Wolf, der klein ist. Ja. Und deine wilden Abenteuer. Irgendwas, ja, ja. Irgendwas Nonsensmäßiges muss da noch hin. Dem Buchrücken nach die Geschichte über einen Wolf, der in einem Wald ein Mädchen mit einer roten Kapuze fressen wollte, aber schon nach dem ersten Bissen satt war. Toll. Hallo, Rotkäppchen. Matrox, okay. Oh, hallo, seid ihr hier, um das großartige Wissen aus all diesen Büchern zu lernen? Nein, eigentlich nicht. Nun, ich euch nur raten, mehr zu lesen. Ich Yoda bin. Ist das mit Absicht so geschrieben? Weil er ist doch so noch ganz Nein, normal. Nein, ich glaube nicht dafür. Ja, weil guck mal, nur in diesem Satz spricht er gerade so. Und vor allem gerade in diesem Satz so. Ja, nee, da hat er irgendwas völlig verbockt. Nee, nun ich euch nur raten mehr zu lesen. Ich auch mehr lesen sollen. Lesen hilft in so vielen Lebenslagen. Auch wenn ein Vampir vor euch steht und seine Fangzähne in euren Nacken stoßen will. Ja, auch dann bitte lesen helfen, weil denn ich an eines Buches vielleicht weiß, wie ich einen Vampir erkenne. Also ja. In dem Fall würde ich dem Vampir mit einem schweren Buch den Schädel einschlagen. Und ja, es muss wirklich falsch gewesen sein, weil er spricht an uns ja nicht Yoda-Sprache, ne? Nee. Ja, das war schon. Warum frage ich überhaupt? Warum bist du eine. Nee, da hat das einfach nur. Weißt du, was ich so komisch finde? Das Spiel hat mir am Anfang was Falsches beigebracht. Am Anfang hat mir das Spiel beigebracht, dass ich teilweise solche Sachen hier einsammeln kann. Oder Gold vom Tisch nehmen kann und so. Aber das ist irgendwie so inkonsistent, wann das. Kommt nur ganz, ganz selten mal vor, dass es dann wirklich so ist. Ja. Mit der Person gesprochen? Ja, haben wir. Ich versuche mal da reinzugehen. Genau, hier braucht man nämlich das Klopfsignal. Hier ist etwas in die Tür geritzt. Verwende das Klopfzeichen, dann erhält ihr Eintritt. Ein Klopfzeichen? Vielleicht sollten wir uns hier in der Stadt etwas umschauen und mehr darüber herausfinden. Wie
gehen mag. Dreimal klopfen. Genau, speichern müssen. Ich wollte erst noch den Rest noch anschauen. Achso. Kiste. Ja, auch hier wieder schön so, ne? Ich meine, so richtig mein Haus ein, ja? Also die, also das Mapping meine also, ich mal, ne? Ist, also, ist halt wirklich, also wirklich bad. Also ich glaube, der hat irgendwie so einen Zahl 4 bekommen, 6 Statuen Ding, Gutschein hab für ein Steinmetz oder so, ja? Also ich meine, wirklich, also... Er hat die Großen bestellt und als gratis Geschenk gab es halt auch die Kleinen dazu. Also, so als Geschenk des Hauses, ja? Ja. Also wirklich, ich meine, ey, wer richtet denn so ein Haus, so ein... Wäre es irgendwie ein Tempel oder so, aber nochmal, ey, es ist eine Holzhütte, ja? So ein Holzhaus. Ey, das gibt wirklich keinen Sinn, dieses Mapping, ey. Oh. Aber sieht ja gut aus, nicht wahr? Auch sowas, das sieht so auffällig aus, als könnte man damit interagieren, aber es ist dann doch leider nichts. Das soll sogar eine Kirche sein, ja. Okay. Aber trotzdem. Weiß nicht. Zumindest sind dann wieder Bänke aufgestellt. Ja, das soll eine Kirche darstellen. Es ist trotzdem irgendwie so. Es ist trotzdem nicht schön. Selbst wenn es eine Kirche ist, sieht es nicht schön aus. Nee. Macht es etwas weniger schlimm, aber immer noch nicht schön. Ah, willkommen, Fremde. Wollt ihr ebenfalls euren Glauben in dieser dunklen Zeit stärken? Eigentlich nicht. Pater Lorm wird euch Gottes Segen schenken. Ihr werdet schon bald Gottes Liebe in euch spüren und merken, dass die Welt da draußen noch so schlimm sein kann. Solange ihr glaubt, wird euch nichts geschehen. Das ist das Naivste, was ich seit langem gehört habe. Nein, wir haben draußen den Typen gehört mit dem Schnee. Es wird dümmer. Ihr werdet schon merken, welche Sicherheit euch Pater Lorm und der Glaube an Gott gewähren kann. Sprecht mit ihm, erlebt die Wärme Gottes. Ich halte es für sehr gefährlich, sein eigenes Leben als vom Glauben an einem Gott abhängig zu machen. Wir sind lieber für den Kampf trainieren. Ja, jeder sollte kämpfen. Ja. Hat dir bisher mal gut geholfen zu kämpfen. Du hast tausende Menschen und Vampire in den Tod geführt. Ja. Vielleicht auch 10.000. Man weiß ja nicht, wie viele Leute wegen euch beiden Vollidioten da verreckt sind. Aber das machen wir doch auch. Im Moment, vergiss, was ich gesagt habe. Nun spucke ich schon aus. Was wolltest du sagen? Nein. Ich meinte, wir trainieren unseren Glauben. Ich spreche mit Vater Lorm. Oh. Also ich hoffe ja, dass wir hier noch mindestens ein bis zwei Quests an diesem Ort hier finden, ja. Wir brauchen Quests, uns dürstet es ja, nach Quests. Ja, ich hab's schon, am Anfang schon gesagt, na, die nächsten Gegner wieder, Mann, ey. Ich hoffe, die nächsten Gegner... Ja. Also sonst können wir nicht grinden, wir können einfach nicht grinden sonst. Also... Aber das Spiel will ja von uns, dass wir grinden. Das ist mit uns super kompliziert, weil ich müsste dann die ganze Zeit da Spell spammen, ja. Und dann immer, nachdem ich 3 Kämpfe gemacht habe, mich in eine Stadt teleportieren und jemanden aussaugen. Ja. Ja, entweder das oder halt zum Blutfass rennen. Genau. Gut, klar, du könntest halt... Was wir natürlich machen können, weil wir haben gerade relativ viel Gold. Und ich könnte natürlich auch im Zweifel einfach warten oder random rumlaufen, um quasi Silber zu sammeln, ne? Also theoretisch hast du ja irgendwie genau. Geld, so, ja. Ja. Aber dass die Kämpfe unangenehm sind, ist wieder durch ja nicht besser. Genau. Aber die Seelen sind ja begrenzt, ne? Ich meine, gut, wir können ja irgendwann alle Gebiete respawnen lassen, ja? Kann man nur alle respawnen lassen oder die respawnen lassen, die man schon mal gemacht hat? Das weiß ich nicht. Muss mich vielleicht mal anschauen, wie das funktioniert. Ja. Nur wer an Gott glaubt, findet die Kraft, diese schweren Zeiten zu überstehen. Zum Glück ändert der Glaube nicht den Geschmack. Und du schmeckst bestimmt nach Apfel. Wovon sprecht ihr? Schon gut, hört dem Kerl gar nicht zu. Er versucht uns nur gerade zu enttarnen. Mal wieder. Okay.
Wird Gott es uns wirklich in diesen schweren Zeiten helfen? Wir haben meinen Bruder Daffy und meine Schwester Sarah an einen verfluchten Vampir verloren. Sie wurden innerhalb weniger Sekunden getötet. Welcher Gott lässt das nur zu? Warum hat er ihnen nicht geholfen? Und kam nicht Gottes Faust von oben und hat den Vampir zerquetscht? Also, wenn das schon deinen Glauben, ja, erschüttern lässt. Ja, das ist ja wirklich sehr wackelig, ja. Ja, also müsst du nicht wirklich, glaube ich. Weil Gott nicht existiert oder niemanden helfen will. Alle Menschen sind ihm völlig egal. Vampire übrigens auch. Nein, vielleicht waren sie auch einfach nicht gläubig genug. Also. Da hat er paar so gute Arbeit geleistet. Also hat Marx schon mal in seinem Leben mit einem gläubigen Menschen gesprochen? Vermutlich nicht. Und wenn nicht, kann man sich informieren. In der Regel, ja, also die, ich glaube, die erste Frage, die noch immer kommt, ist so nach dem Motto, ja, wenn es Gott gibt, wie kann er das und das zulassen, so, ja? Das ist ja, glaube ich, so das Standardding, was du, glaube ich, was wahrscheinlich jedem Pater dieser Welt schon mal gestellt wurde. So, ne? Wird ihm wahrscheinlich mehrfach in der Woche gefragt, so, also. Ja, so. Und ich glaube, also jeder Missionar muss wahrscheinlich diese Frage häufiger beantworten, als er Unterhosen wechselt. Ja? So. Ja. Also, und ich meine, das ist ein Anhänger, der scheinbar auch eine Kette trägt und hier sogar in dieser Kirche ist, und er stellt sich trotzdem noch diese Frage? Also muss der Pater schon sehr schlecht sein. Also, ne? Früher habe ich als Bade meinen Lebensunterhalt verdient, doch inzwischen denke ich, dass dies Gotteslästerung ist. Ah ja, warum denn? Okay. Also als... Wie verdienst du dich denn jetzt? Also... Stehst du jetzt einfach nur hier in der Kapelle rum und versuchst Leute zu missionieren in deinem fehlenden Glauben? Ja, also richtig glaubst du ja auch nicht, ne? Ja. Mein strenger Gottesglaube hat mich auf den rechten Weg geführt. Und nur dieser Weg hat mich bislang davor bewahrt, wie mein Bruder und meine Schwester getötet zu werden. Das ist eine sehr beschränkte Weltanschauung. Meine ist zum Glück nicht beschränkt. Willst du wirklich daran glauben, dass dich Gott vor den Vampiren beschützt? Kann dir doch egal sein, Walner. Mhm. Lass doch einfach den Gläubigen sein. Du brauchst noch ein paar random Fetzen-Dialoge mit den Leuten, deswegen. Ich muss nur oft und lang genug beten, dann wird er mich beschützen. Garantiert. Weißt du, würden die wenigstens an so etwas glauben, ja, wie... Naja, wenn du betest, dann, keine Ahnung, sammelst du Glaubenszellen, dann kann ein Vampir dich nicht beißen oder der Vampirfluch wirkt dann nicht auf dich, weil du bist gläubig, ne, so nach dem Motto, was weiß ich, so, ja. Das, also, würden die irgendwie an sowas wenigstens glauben, aber die machen ja hier einfach nur bla bla bla. Ich hab mal kurz gegoogelt, ich habe mal kurz nach, was ist Glauben gegoogelt oder so? Oder Zitate Gläubiger oder sowas, ja? Also, ich kann, also mein Problem ist, ich kann diese Religionen hier in dieser Welt nicht ernst nehmen. Also ich glaube nicht, dass die wirklich existieren in dieser Welt. Ja. Ja, also, ja. Davon abgesehen, wäre es sogar ziemlich leicht, das zu begründen, weil die ja mit Vincent Vayner ja, einen Heiligen hat es sozusagen, ne? Ja, damals ja auch schon. Anscheinend seine 200 Jahre auf der Erde gewandelt ist und er war natürlich Vampir, aber hat den Leuten das irgendwie schmackhaft verkaufen können. Ja, ich bin direkt von Gott auserwählt worden, genau. Und deswegen lebe ich so lange und keiner hat ja gemerkt, dass er ein Vampir ist. Genau, also, genau. Muss ja schon auserwählt sein von ihm. Deswegen, ja. Es ist wie ein Wunder. Ja, es ist ein Wunder. Vor der Vernichtung durch die Vampire wird dich kein Gott schützen. Wir werden sehen. Für mich scheint das im Moment das Sinnvollste zu sein, was ich in diesen Zeiten tun kann. Beten. Ja. Lass ihn doch halt. Danke, Celine, dass du den Dialog dadurch beendet hast. Sehr nett von dir.
willkommen in der Kirche von Uldur, meine kleinen Schäfchen. Ich gebe dir gleich mein Schäfchen. Alter Opa. Schäfchen? Wohl kaum. Vor Gottes Antlitz sind alle Menschen seine Schäfchen, die er auf der saftigen Weide führen wird. Ihr müsst nur glauben, dann kann euch kein Leid passieren. Ich habe diese Sprüche aus dem Kalender. Also. Wir können auch schon Bibeleinträge fast sagen. Also ich meine, wie viele Menschen sind denn mit diesen Leuten wohl schon überzeugt, auf einmal gläubig zu werden? Du weißt ja, solange es bei jedem Hundertsten klappt, ne, dann hast du einen neuen Anhänger. Es gibt ja genug Menschen. Naja, also irgendwie nicht in dieser Welt. In dieser Welt nicht, ja. Nee, aber. Aber sonst. Weiß dein Gott denn etwas über dieses merkwürdige Haus, in das man nur über ein Klopfzeichen Eintritt erhält? Ach, schade, dass wir nicht zuerst hier waren. Ja, schade, das ist wirklich schade. Natürlich, Gott weiß alles. Und? Leider hat er mir aufgetragen, nicht mit Fremden darüber zu sprechen. Ich muss dieses Geheimnis bewahren, so will es Gott. Ja, ja, genau. Gott, mein Arschmann. Will Gott auch, dass ich die Antwort aus dir rausquetsche? Warum fragen wir es eigentlich ihn? Nicht jemand anderen. Asgard, denk an die Wachen draußen. Wir verraten uns schon wieder selber. Es tut mir leid, aber ich darf meinen Gott nicht hintergehen. Darum muss ich euch nun bitten zu gehen. Nichts lieber als das, alter Mann. Vergesst nicht eure Spende, wenn ihr diese Kirche verlasst. Davon träumst du wohl, oder dein Gott, wie auch immer. Denk an die Wachen draußen, Askis, hast du schon zweimal so einen Dialog hier gesagt, okay? Vielleicht solltest du nicht jeden Menschen sofort bearbeiten, den du triffst. Gottes Segen und Liebe sei mit euch, Fremde. Und dass die anderen NPCs auch alle stockdoof sind, ey. Auch wirklich stockdoof. Ja. Wenn du meinst. Bleib von der Kiste fern, das Eigentum der Kirche verwahrt. Interessant. Ja, okay, gut. Also müssen wir hier in der Kirche also alle wegmachen, ja? So sieht's aus, ja. Hallo, Opa. Es ist Zeit für dich, ne? Oh. Oh. Schön! Also wir haben ja gerade gespeichert, ich will nur wissen, ob das ein Named-Dude ist, ne? Achso. Ich vermute nicht, aber... Nein. Na, ich wollte nur... nur sicher sein. Und ja, der ja auch wahrscheinlich nicht, oder? Nee, warum sollte er? Okay. Ja, probier's, aber... Ja, wir probieren's mal noch ganz kurz. Er hat eh nur Geld gebracht, das ist sogar besser. Ja, Mensch männlich. Ja. Dich wandle ich um. Sehr schöne Eisblume. Komm mal her, was hast du Schönes für uns? Geld ist uns egal. Nehmen wir ihn gefangen. Ja. Ja, ja. Du wirst auch in der Hölle schmoren. Ja, wir brauchen eh noch Menschen für die Skills. Exakt. Nee. Könnten natürlich auch verwandeln, ne? Ich meine, ja. wir haben jetzt ein paar Menschen, ja, die wir opfern könnten. Mhm. Das heißt, wir könnten jetzt auch mal wieder dann ein paar Vampire natürlich auch irgendwie nehmen, ne? Welche haben. Das können wir machen, ja. Oder? Ja, warum nicht? Ja, verwandle die mal.
Sehr schön, sehr schön. Dann machen wir die Kiste auf. Kiste. Fällt doch nicht auf oder so, dass wir jetzt hier rausgehen und danach nicht niemand mehr hier drin ist. Ach Malek, du Fong, Alter. Das ist so schlecht, Leute. Es ist so schlecht einfach nur noch. Wow. Oh Mann, ey. Bin ich denn der Erste, der das hier probiert? Oh, Junge. Vielleicht hat auch niemand das so weit gespielt. Also ich kann es mir nicht mehr erklären, warum. Mittlerweile häufen sich doch die Fehler, oder? Also mittlerweile sind wir... In dieser Stadt ist das der zweite Fehler, ja? Wir hatten schon hier die Sache mit dem Rucksack gehabt. Wo wir den Rucksack geöffnet haben und dann auf einmal dieser Witwenspruch kam. Der Witwendialog kam, ja. Und auch dann die Frau drinnen meinte, hey, wir haben so den Rucksack zurückgebracht. Ja, obwohl er leer war. Und jetzt hier das Ding. Also, ich meine, das Spiel sagt doch schon aus mit, ne? Wir gehen jetzt mal raus und gehen wieder rein, ja? Und schauen... Das wird nichts ändern. Der Switch ist dann einfach nicht gesetzt worden. Oh Gott, ich hab eine Vermutung. Ja, wahrscheinlich hat er dann nicht beim Umwandeln vergessen, diese Bedingungen einzubauen. Ich kann ja mal im Maker nachgucken. Also, das sind einfach so Dinge, ich verstehe es halt nicht, ne? So, jetzt machen wir es mal anders. Und zwar, ich nehme ihn jetzt gefangen, ja? Nehmen wir mal gefangen. So, versuchen wir die Kiste aufzumachen. Wow, ja. Oh mein Gott, Malek, ey. Holy moly. Ach man, oh. Er ist beim Umwandeln verkackt. Oh Gott, ey. Und ich hab das Spiel auf dem aktuellsten Stand, weil ich es öffne ganz normal bei Steam so, ja. Es ist also, oh, was ist hier drin? Eine Statusrune? 4000 Fehler, okay. Ja, dann ist. Das Problem ist sogar. Nee, dann ist das Umwandeln besser. Ja, wir müssen eine Frostrune bekommen, ja. Ich kann dir sagen, warum, weil wir auch noch EP nachbekommen. Ja, stimmt. Ja. Ich bin sogar am Überlegen, den umzuwandeln und das selbst irgendwann noch zu fixen oder so. Ja, mach das mal. Ja, also. Das, wenn du es über den Maker startest, könnten wir es auch direkt live fixen. Also, holy shit, das ist wirklich dumm. Also, das ist einfach ein Bug. Also, das ist ein richtig dummer Bug. Ja, komm, wandel dich mal um. So, jetzt krieg ich auch eine Statusrune. Aber ich krieg halt hier noch die Elixiere und die Seele und die EP. Weiß, das ist besser als nur die das Ding. Und den Rest haben wir gesagt, nehmen wir alles gefangen, ne? Genau. Beziehungsweise wir nehmen zwei gefangen. Nein. Wir können, weil wir haben ja eingebissen, ne? Also, wir wandeln zwei um. Wir wandeln zwei und nehmen einen gefangen. Okay. So, mein Krieger. Dann haben wir noch zwei Krieger. Und den da oben. Nehmen wir gefangen. Ne? So haben wir. Ja. So haben wir noch auch Krieger, weil wir brauchen am Ende haben wir auch noch ein paar Krieger so, ne? Aber das ist halt richtig, also das ist richtig schlecht, oder? Ich meine, was soll ich denn dazu noch sagen? Das ist so. Ich verstehe es halt nicht. Also ich verstehe es legitim nicht, ja? Wie viel Menschheit sind wir dadurch jetzt? Überleg mal, jetzt sind wir schon bei minus 24, das ist so krass. Wie schnell es runtergeht. Super. Geht schnell voran. Jetzt die strahlende Sonne vom Basalan genießen. Das wäre was. Okay. Das Haus hier links haben wir gemacht. Das ist das Starthaus, ne? Genau, ja. Das haben wir gemacht. Fehlt nur noch das Klopfhaus. Haben wir das hier gemacht, hier vorne? Nein. Schlotz. Die Schmiede ist geschlossen, Schlotz. Was ist passiert? Wir haben schon was erfahren in dem Haus, Walner, ne? Und das ist wenn das mit so mit sich Mühe geben, ne? Und sowas achten.
Hier in Ulterin treibt eine widerliche Bande ihr Unwesen. Sie haben meinen Mann entführt. Es ist seine Schmiede Schlutz. Eine Entführung? Ist das hier ein einträgliches Geschäft? Warum fragt ihr so etwas? Seid ihr etwa Vampire oder Banditen? Asgard, du sollst uns nicht ständig enttarnen. Wir sind Söldner. Wohin haben sie deinen Mann gebracht? Sie ist nicht mein Mann, ist nur mein Geliebter. Sie sagten, sie haben einen ganz speziellen Baum in einem Wald im Südwesten. Was denn für ein spezieller Baum? Ich weiß es nicht. Nun ja, falls wir die Zeit finden, könnten wir mal nachschauen, ob wir der Bande helfen oder sie vernichten. Was? Wie meint ihr das? Asgard, möchtest du dich den Wachen das sagen? Ihr scheint Teil dieser Bande zu sein. Er meint damit, dass wir uns darum kümmern werden. Wirklich? Dann werdet ihr die Ersten, die sich trauen, gegen die Bande anzugehen. Meister, ich verstehe nicht, warum eigentlich die Leute in so einem Ort, wo hier der Heilige Kreuzzug ist, solche Probleme haben. Wenn dieser Heilige Kreuzzug kümmert er sich irgendwie um nichts? Ja, wenn die wieder alle bestechlich sind, ne? Ja. Wir sind bald wieder da. Level 50. Schlimmes, Leute, wir werden wahrscheinlich jetzt solche Quests machen müssen. Weil. Was ist denn das für eine. Ah, hier ist eine neue Quest: Kampftraining. Die Einwohner von Ulda haben eine kleine Kampfgilde gegründet, um sich gegen die Feinde besser wehren zu können. Wir haben uns mal bekommen, aber niemals den wirklichen Auftrag, ne? Aber werden wir das Klopfzeichen tun. Ach so, okay. Belohnung, Tränke, ja, okay. Also, das ist wieder das mit, also... Danke, dass ich keinen Hinweis bekommen, dass ich eine Quest bekommen habe, so, ne? Okay. Ne, haben wir bestimmt nicht rein, ne? Na gut, okay, dann fällt uns noch das Klopfhaus, ne? Dann machen wir das aber zu Beginn des nächsten Parts. Ich war DSD Steve und euer Glauben, den 4. Also meinen Kommentaren, Daumen nach oben freuen. Tschö, tschö. Tschö, tschö.